Lieber Mitmensch, ich denke, dass du mittlerweile spürst, dass etwas nicht stimmt. Aber ich denke auch, dass das schwache Argument der Verschwörungstheorien dich dazu veranlasst hat, dich sowohl von den Medien als auch von den Verschwörungstheoretikern fernzuhalten. Aber bitte hör zu. Denn während du zusiehst, wie Millionen von Menschen aufgrund der Corona-Maßnahmen der vergangenen Jahre verarmen, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die größte Wirtschaftskrise der Geschichte auch dich treffen wird. Selbst wenn du noch nicht betroffen bist. Das ist keine Panikmache, sondern harte Realität. Ich glaube auch, dass wir den Schaden abmildern und vielleicht sogar besser abschneiden können, wenn wir richtig über unsere Situation informiert sind. Aus diesem Grund möchte ich dir einige Fakten aufzeigen. Du kannst diese Fakten leicht überprüfen, die von entscheidender Bedeutung sind. Weniger als eine Handvoll großer Konzerne beherrschen jeden Aspekt unseres Lebens. Das mag übertrieben erscheinen, aber vom Frühstück, das wir essen, bis zur Matratze, auf der wir schlafen, und alles, was wir dazwischen konsumieren, hängt weitgehend von diesen Konzernen ab. Es sind riesige Investmentgesellschaften, die den Verlauf des Geldflusses bestimmen. Sie sind die Hauptfiguren des Spiels, das wir gerade erleben. Ich weiß, dass deine Zeit wertvoll ist. Deshalb fasse ich die wichtigsten Daten zusammen. Wie funktioniert das? Nehmen wir Pepsi-Cola als Beispiel. Pepsi-Cola ist die Muttergesellschaft vieler Getränke- und Snackunternehmen. Die sogenannten konkurrierenden Marken stammen von Fabriken von einigen wenigen Konzernen, die die gesamte Branche der verpackten Lebensmittel monopolisieren. Auf dem Bild zu sehen sind einige große Unternehmen wie Unilever, Coca-Cola, Mondelez und Nestle. Du siehst, dass die meisten Marken in der Lebensmittelindustrie zu einem dieser Konzerne gehören. Diese Unternehmen sind an der Börse notiert und haben die großen Aktionäre im Vorstand. Auf Quellen wie Yahoo Finance können wir detaillierte Informationen über die Unternehmen einsehen, zum Beispiel, wer die größten Aktionäre sind. Nehmen wir wieder Pepsi-Cola als Beispiel. Wir sehen, dass etwa 72% von Pepsi-Cola im Besitz von nicht weniger als 3.155 institutionellen Investoren sind. Dies sind Investmentgesellschaften, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften, Banken und in einigen Fällen Regierungen. Wer sind die größten institutionellen Anleger von Pepsi? Wie du sehen kannst, besitzen nur 10 der Investoren zusammen fast ein Drittel der Aktien. Die Top 10 der Investoren haben zusammen einen Wert von 59 Milliarden Dollar. Aber von diesen 10 besitzen nur 3 mehr Aktien als die anderen 7. Diese merken wir uns. Schauen wir nun, wer die meisten Aktien der Coca-Cola Company besitzt, dem größten Konkurrent von Pepsi. Der größte Teil der Aktien befindet sich auch hier im Besitz von institutionellen Anlegern. Schauen wir uns die Top 10 an und beginnen wir mit den untersten 6 von ihnen. 4 dieser institutionellen Anleger haben wir auch in den unteren 6 von Pepsi-Cola gesehen. Diese sind Northern Trust, JP Morgan Chase, Geode Capital Management und Wellington Management. Schauen wir uns nun die 4 größten Investoren an. Es handelt sich um Vanguard, BlackRock und State Street. Das sind die größten Investmentfirmen der Welt. Pepsi-Cola und Coca-Cola sind also überhaupt keine Konkurrenten. Die anderen großen Unternehmen, die eine Vielzahl von Markennamen besitzen wie Unilever, Mondelez und Nestle, gehören derselben kleinen Gruppe von Investoren an. Aber ihre Namen tauchen nicht nur in der Lebensmittelindustrie auf,
lasst uns auf Wikipedia herausfinden, was die größten Tech-Unternehmen sind. Facebook ist der Eigentümer von WhatsApp und Instagram, die zusammen mit Twitter die meistgenutzten Social-Media-Plattformen bilden. Alphabet ist die Muttergesellschaft aller Google-Unternehmen wie YouTube und Gmail. Aber sie sind auch der größte Investor in Android, eines der beiden Betriebssysteme für fast alle Smartphones und Tablets. Das andere Betriebssystem ist iOS von Apple. Wenn wir Microsoft hinzufügen, sehen wir vier Unternehmen, die die Software für fast alle Computer, Tablets und Smartphones in der Welt herstellen. Schauen wir uns an, wer die größten Aktionäre dieser Unternehmen sind. Nehmen wir Facebook. Wir sehen, dass 80% der Aktien im Besitz von institutionellen Investoren sind. Dies sind die gleichen Namen, die auch in der Lebensmittelindustrie auftauchten. Die gleichen Investoren sind in den Top 3. Als nächstes Twitter. Es gehört mit Facebook und Instagram zu dem Top 3. Überraschenderweise befindet sich auch dieses Unternehmen in den Händen der gleichen Investoren. Wir sehen sie wieder bei Apple und sogar bei unserem größten Konkurrenten Microsoft. Auch wenn wir uns andere große Unternehmen in der Technologiebranche ansehen, die unsere Computer, Fernseher, Telefone und Haushaltsgeräte entwickeln und herstellen, sehen wir die gleichen Großinvestoren, die zusammen die Mehrheit der Aktien besitzen. Das gilt für alle Branchen. Ich übertreibe nicht. Ein letztes Beispiel. Buchen wir einen Urlaub. Über einen Computer oder ein Smartphone suchen wir auf Skyscanner oder Expedia nach einem Flug in ein sonniges Land. Beide stammen von denselben kleinen Gruppen von Investoren. Wir fliegen mit einer der vielen Fluggesellschaften, von denen sich viele in den Händen derselben Investoren und Regierungen befinden, wie im Fall von Air France und KLM. Das Flugzeug, in das wir einsteigen, ist in den meisten Fällen eine Boeing oder ein Airbus, die ebenfalls denselben Namen gehören. Wir buchen über Booking.com oder Airbnb und wenn wir ankommen, gehen wir essen und geben einen Kommentar auf TripAdvisor ab. Dieselben Großinvestoren tauchen in jedem Aspekt unserer Reise auf. Und ihre Macht ist sogar noch größer, denn das Kerosin stammt von ihren Ölgesellschaften oder Raffinerien. Der Stahl, aus dem das Flugzeug hergestellt wird, kommt von ihren Bergbauunternehmen. Diese kleine Gruppe von Investmentfirmen, Fonds und Banken sind nämlich auch die größten Investoren in der Branche, die Rohstoffe erzeugt. Wikipedia zeigt, dass die größten Bergbauunternehmen die gleichen großen Investoren haben, die wir überall sehen. Auch die großen Agrarunternehmen, von denen die gesamte Lebensmittelindustrie abhängt. Ihnen gehört Bayer, die Muttergesellschaft von Monsanto, dem größten Saatguthersteller der Welt. Aber sie sind auch die Anteilseigner der großen Textilindustrie und sogar viele beliebte Modemarken, die die Kleidung aus der Baumwolle herstellen, gehören denselben Investoren. Ob wir uns nun die weltgrößten Unternehmen für Solarpaneele oder Ölraffinerien ansehen, die Aktien sind in den Händen der gleichen Unternehmen. Ihnen gehören die Tabakkonzerne, die alle geschützten Tabakmarken herstellen, aber auch alle großen Pharmaunternehmen und die wissenschaftlichen Einrichtungen, die Medikamente herstellen. Ihnen gehören die Unternehmen, die unsere Metalle produzieren und auch die gesamte Auto-, Luftfahrt- und Waffenindustrie, wo ein großer Teil der Metalle und Rohstoffe verwendet wird.
Sie besitzen die Unternehmen, die unsere Elektronik herstellen. Sie besitzen die großen Lagerhäuser und Online-Märkte und sogar die Zahlungsdienstleister, mit denen wir ihre Produkte kaufen. Wir machen dieses Video so kurz wie möglich. Ich habe dir nur die Spitze des Eisberges gezeigt. Wenn du dich entscheidest, dies mit den Quellen zu recherchieren, die ich dir gezeigt habe, wirst du sehen, dass die meisten bekannten Versicherungsgesellschaften, Banken, Baufirmen, Telefongesellschaften, Restaurantketten und Kosmetika denselben institutionellen Investoren gehören. Bei den institutionellen Investoren handelt es sich wiederum hauptsächlich um Investmentfirmen, Banken und Versicherungsgesellschaften. Sie selbst sind im Besitz von Aktionären und das Erstaunlichste daran ist, dass sie sich gegenseitig über Aktien gehören. Zusammen bilden sie ein riesiges Netzwerk, vergleichbar mit einer Pyramide. Die kleineren Investoren sind im Besitz von größeren Investoren. Diese sind im Besitz von noch größeren Investoren. An der Spitze der Pyramide sind nur zwei Unternehmen zu sehen, deren Namen wir schon oft gesehen haben. Diese sind Vanguard und BlackRock. Die Macht dieser beiden Unternehmen liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Sie besitzen nicht nur einen großen Teil der Aktien fast aller großen Unternehmen, sondern auch die Aktien der Anleger in diesen Unternehmen. Das gibt ihnen das komplette Monopol. In einem Bloomberg-Bericht heißt es, dass diese beiden Unternehmen im Jahr 2028 zusammen über Investitionen in Höhe von 20 Billionen Dollar verfügen werden. Das bedeutet, dass sie fast alles besitzen werden. Bloomberg nennt BlackRock den vierten Zweig der Regierung, weil es die einzige private Agentur ist, die eng mit den Zentralbanken zusammenarbeitet. BlackRock leiht der Zentralbank Geld, ist aber auch der Berater. Sie hat auch die Software entwickelt, die die Zentralbank nutzt. Viele BlackRock-Mitarbeiter waren im Weißen Haus mit Bush und Obama. Der Geschäftsführer Larry Fink erhält herzliche Begrüßungen durch Staatsführer und Politiker. Das ist nicht so verwunderlich, wenn man weiß, dass er der Frontmann des herrschenden Unternehmens ist. Aber Larry Fink zieht nicht selbst die Fäden. BlackRock selbst gehört auch Aktionären. Wer sind diese Aktionäre? Wir kommen zu einem seltsamen Fazit. Der größte Aktionär ist Vanguard. Aber jetzt wird es undurchsichtig. Vanguard ist ein privates Unternehmen und wir können nicht sehen, wer die Aktionäre sind. Die Elite, die Vanguard besitzt, mag es offenbar nicht im Rampenlicht zu stehen. Aber natürlich können sie sich nicht vor denen verstecken, die bereit sind nachzuforschen. Berichte von Oxfam und Bloomberg besagen, dass 1% der Welt zusammen mehr Geld besitzt als die anderen 99%. Und es kommt noch schlimmer. Oxfam sagt, dass 82% aller verdienten Gelder im Jahr 2017 an diese 1% gegangen sind. Forbes, das berühmte Wirtschaftsmagazin, sagt, dass es im März 2020 auf der Welt 2095 Billionäre gibt. Das bedeutet, dass sich Vanguard im Besitz der reichsten Familien der Welt befindet. Wenn wir ihre Geschichte erforschen, sehen wir, dass sie schon immer die reichsten waren. Einige von ihnen sogar schon vor dem Beginn der industriellen Revolution, denn ihre Geschichte ist so interessant und umfangreich, dass ich eine Fortsetzung machen werde.
Ich möchte nur sagen, dass diese Familien, von denen viele zu den Königshäusern gehören, die Gründer unseres Bankensystems und jeder Industrie der Welt sind. Sie haben nie an Macht verloren, aber aufgrund einer wachsenden Bevölkerung mussten sie sich hinter Firmen wie Vanguard verstecken, deren Aktionäre die privaten Fonds und gemeinnützigen Organisationen dieser Familien sind. Um das Bild zu verdeutlichen, muss ich kurz erklären, was gemeinnützige Organisationen eigentlich sind. Sie scheinen das Bindeglied zwischen Unternehmen, Politik und Medien zu sein. Dahinter verbirgt sich ein Interessenkonflikt. Gemeinnützige Organisationen, auch Stiftungen oder Non-Profits genannt, sind von den Nationen abhängig. Sie müssen nicht offenlegen, wer ihre Spender sind. Sie können das Geld investieren, wie sie es für richtig halten, und zahlen keine Abgaben, solange die Gewinne auf diese Weise wieder in neue Projekte investiert werden. So behalten die Stiftungen Hunderte von Milliarden Dollar unter sich. Nach Ansicht der australischen Regierung sind gemeinnützige Organisationen ein ideales Mittel zur Finanzierung von Terroristen und zur massiven Geldwäsche. Die Stiftungen und Fonds der reichsten Familien bleiben so weit wie möglich im Hintergrund. Für Dinge, die mehr Aufmerksamkeit erzeugen, werden Stiftungen von Philanthropen genutzt, die zwar rangniedriger, aber sehr reich sind. Ich wollte es kurz halten, deshalb zeige ich dir die drei wichtigsten, die alle Branchen der Welt miteinander verbinden. Es sind die Bill & Melinda Gates Foundation, die Open Society Foundation des umstrittenen Multimilliardärs Soros und die Clinton Foundation. Ich werde dir eine kurze Einführung geben, um dir ihre Macht zu zeigen. Laut der Website des Weltwirtschaftsforums ist die Gates-Stiftung der größte Sponsor der WHO. Und das nachdem Donald Trump die finanzielle Unterstützung für die WHO in 2020 gekündigt hat. Die Gates Foundation ist also eine der einflussreichsten Organisationen in allen Bereichen, die unsere Gesundheit betreffen. Die Gates-Stiftung arbeitet eng mit den größten Pharmakonzernen zusammen, darunter Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech und Bayer. Und wir haben gerade gesehen, wer ihre größten Aktionäre sind. Bill Gates war kein armer Computer-Nerd, der auf wundersame Weise sehr reich wurde. Er stammt aus einer Philanthropenfamilie, die für die absolute Elite arbeitet. Seine Firma Microsoft ist im Besitz von Vanguard und BlackRock und Berkshire Hathaway. Aber die Gates-Stiftung ist nach BlackRock und Vanguard der größte Aktionär von Berkshire Hathaway. Ja, er war dort sogar Vorstandsmitglied. Wir bräuchten Stunden, wenn wir alles aufdecken würden, worin Gates, die Open Society Foundation von Soros und die Clinton Foundation beteiligt sind. Wir müssen das nächste Thema mit einer Frage beginnen. Jemand wie ich, der nie Videos macht, kann mit einem alten Laptop objektiv zeigen, dass nur zwei Unternehmen in allen Branchen der Welt eine Monopolstellung haben. Meine Frage ist, warum wird in den Medien nie darüber gesprochen? Wir können täglich zwischen allen möglichen Dokumentarfilmen und TV-Programmen wählen, aber keiner von ihnen behandelt dieses Thema. Ist es nicht interessant genug? Oder sind da andere Interessen im Spiel? Wikipedia gibt uns wieder die Antwort. Dort heißt es, dass etwa 90% der internationalen Medien im Besitz von 9 Medienkonglomeraten sind. Ob wir nun die Monopolisten Netflix und Amazon Prime nehmen oder riesige Konzerne, die viele Tochterfirmen besitzen, wie Time Warner, die Walt Disney Company, Comcast, Fox Corporations, Bertelsmann und Viacom CBS, wir sehen, dass immer die gleichen Namen die Aktien besitzen. Diese Konzerne stellen nicht nur alle Programme, Filme und Dokumentationen her,
sondern besitzen auch die Kanäle, auf denen sie ausgestrahlt werden. Also ist nicht nur die Industrie, sondern auch die Information im Besitz der Elite. Ich werde dir kurz zeigen, wie das in den Niederlanden funktioniert. Zunächst einmal sind alle niederländischen Mainstream-Medien im Besitz von drei Unternehmen. Die erste ist De Persgroep, die Muttergesellschaft der folgenden Marken. Abgesehen von den vielen Zeitungen und Magazinen besitzen sie auch Sanoma, die Muttergesellschaft einiger der großen kommerziellen niederländischen Sender. Viele ausländische Medien wie VTM sind ebenfalls im Besitz von De Persgroep. Die zweite ist Mediahaus, einer der größten europäischen Medienkonzerne. In den Niederlanden besitzt Mediahaus die folgenden Marken. Bis 2017 gehörten Sky Radio und Radio Veronica zu Mediahaus, ebenso wie Radio 538 und Radio 10. Und dann ist da noch Bertelsmann, eines der 9 größten Medienunternehmen. Diesem Unternehmen gehört RTL, das 45 Fernsehsender und 32 Radiosender in 11 Ländern besitzt. Aber Bertelsmann ist auch Miteigentümer des größten Buchverlags der Welt, Penguin Random House. Die Aktien dieser Unternehmen sind im Besitz von privaten Fonds dreier Familien. Das sind die belgischen Van Tillo-Familie, die belgische Leisen-Familie und die deutsche Bertelsmann-Mohn-Familie. Alle drei Familien standen laut Wikipedia im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Nazis. Aus diesem Grund wurde De Telegraaf, eine lizenzierte Zeitung in den Niederlanden, vorübergehend nach dem Krieg verboten. Um diesen Überblick zu vervollständigen, schaut euch an, woher die Nachrichten kommen. All diese Medien und verschiedenen Nachrichtensendungen produzieren keine Nachrichten. Sie verwenden Informationen und Bildmaterial von den Presseagenturen ANP und Reuters. Diese Agenturen sind nicht unabhängig. ANP gehört Talpa, John de Mol. Reuters ist im Besitz der mächtigen kanadischen Thomson-Familie. Die wichtigsten Journalisten und Redakteure, die für diese Agenturen arbeiten, sind Mitglieder einer Journalismusagentur wie dem European Journalism Center. Sie sind einer der größten europäischen Förderer medienbezogener Projekte. Sie bilden Journalisten aus, veröffentlichen Lehrbücher, stellen Schulungsräume und Presseagenturen zur Verfügung. Sie arbeiten eng mit den großen Konzernen Google und Facebook zusammen. Für journalistische Analysen und Ansichten nutzen die großen Medien Project Syndicate. Dies ist die mächtigste Organisation auf dem Gebiet. Project Syndicate und Organisationen, wie ich sie erwähnt habe, arbeiten mit den Presseagenturen zusammen. Sie sind das Bindeglied zwischen allen weltweiten Medien. Wenn Nachrichtensprecher vom Teleprompter ablesen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Text von einer dieser Organisationen stammt. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first.
biased. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Schauen wir uns das European Journalism Center an. Auch hier sind es die Gates Foundation und die Open Society Foundation. Sie werden auch stark von Facebook, Google und dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft sowie dem Ministerium für ausländische Beziehungen gesponsert. Wer sponsert die Organisationen und Presseagenturen, die unsere Nachrichten produzieren? Bei Project Syndicate sehen wir die Bill und Melinda Gates Foundation, die Open Society Foundation und das European Journalism Center. Die Organisationen, die die News bringen, werden von Stiftungen der gleichen Elite bezahlt, die auch die gesamten Medien besitzen. Aber auch ein Teil der Steuergelder wird verwendet, um sie zu bezahlen. In Belgien gibt es regelmäßig Proteste, weil Media House und The Purse Group Millionen von Euro von der Regierung erhalten, obwohl viele im Ausland sind. Als Schlussbemerkung nehmen wir den niederländisch-öffentlich-rechtlichen Sender NPO. Kritik, dass dieser ein Sprachrohr der Regierung ist, der an sich ein Sprachrohr der großen Konzerne sein könnte, ist nicht unberechtigt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates von NPO ist Jibbe Joustra. Er schrieb das Wahlprogramm für die VVD, eine rechtsliberale Partei. Der ehemalige VVD-Führer Ed Nepels war Vorsitzender von Avotros. Der VVD-Abgeordnete Erik Vandenberg ist Vorsitzender von NTR. Der ehemalige Vorsitzende von VVD, Bas Einhorn, ist jetzt Vorsitzender von WNL. Der ehemalige PVDA-Sekretär Martin van Damme kontrolliert die Verteilung von Leistungen an die NPO und sitzt im Vorstand von NPO. Der ehemalige Vorsitzende der PVDA ist jetzt im Aufsichtsrat von Vara. Der CDA-Politiker Paul Rüpp ist Vorsitzender des Aufsichtsrats von KRO NCRV. Der Partner von D66, Minister Ollogren, ist Chefredakteur der News Comedy Lubach. Die ehemalige Nachrichtensprecherin Pia Dijkstra ist jetzt ein Mitglied des Parlaments für D66. Nun, das war eine Menge zu verarbeiten. Und ich habe versucht, es so kurz wie möglich zu machen. Ich habe nur Beispiele verwendet, die ich für notwendig hielt, um einen klaren Überblick zu schaffen. Das hilft, unsere aktuelle Situation besser zu verstehen, die ein neues Licht auf vergangene Ereignisse werfen kann. Es wird genug Zeit geben, um in die Vergangenheit einzutauchen, aber jetzt lasst uns über heute sprechen. Mein Ziel ist es, dich über die Gefahr zu informieren, in der wir uns befinden. Die Elite kontrolliert jeden Aspekt unseres Lebens, auch die Informationen, die wir bekommen. Und sie hängen von einer koordinierten Zusammenarbeit ab, um alle Branchen in der Welt zu verbinden, die ihren Interessen dienen. Dies wurde neben anderen durch das Weltwirtschaftsforum getan, einer sehr wichtigen Organisation. Jedes Jahr treffen sich in Davos die CEOs der großen Unternehmen, nationale Führer, Politiker und andere einflussreiche Teilnehmer wie UNICEF und Greenpeace. Im Aufsichtsrat des WEF ist der ehemalige Vizepräsident Al Gore, Niederlands Ministerin Kaag, Feike Sjebsma, Vorsitzender der Royal Dutch State Mines
und der Kommissar der DNB, der Niederländischen Zentralbank. Christine Lagarde, die Vorsitzende bei der Europäischen Zentralbank, ebenso der Sohn des Politikers Ferdinand Grapperhaus, arbeitet für das WEF. Bei Wikipedia steht, dass der Jahresbeitrag für Mitglieder 35.000 Euro beträgt. Die Hälfte des Budgets kommt von Partnern, die die Kosten für Politiker bezahlen, die sich die Mitgliedschaft sonst nicht leisten können. Wikipedia erwähnt dies auch. Laut Kritikern ist das WEF für reiche Unternehmen, um Geschäfte mit anderen Unternehmen oder mit Politikern zu machen. Für die meisten Mitglieder diene das WEF dem persönlichen Gewinn und nicht der Lösung der Probleme der Welt. Warum sollte es so viele Weltprobleme geben, wenn die Wirtschaftsführer, Banker und Politiker seit 1971 jedes Jahr zusammenkommen, um die Probleme der Welt zu lösen? Ist es nicht unlogisch, dass nach 50 Jahren der Treffen zwischen Umweltschützern und den Vorstandsvorsitzenden der umweltverschmutzendsten Unternehmen die Natur allmählich schlechter und nicht besser wird? Dass diese Kritiker recht haben, ist klar, wenn wir uns die Hauptpartner ansehen, die zusammen mehr als die Hälfte des Budgets des WEF ausmachen. Denn diese sind BlackRock, die Open Society Foundation, die Bill and Melinda Gates Foundation und viele große Unternehmen, von denen Vanguard und BlackRock die Aktien besitzt. Vorsitzender und Gründer des WEF ist Klaus Schwab, ein Schweizer Professor und Geschäftsmann. In seinem Buch The Great Reset schreibt er über die Pläne seiner Organisation. Das Coronavirus ist seiner Meinung nach eine große Chance, unsere Gesellschaft neu zu gestalten. Er nennt es Building Back Better. Der Slogan ist jetzt auf den Lippen aller globalistischen Politiker der Welt. Der Moment, der entscheidende Moment, der die Zukunft wieder aufbaut, um unsere Politik neu einzustellen. Wir wollen auch gemeinsam daran arbeiten, etwas Besseres neu aufzubauen. Ich nenne es Build Back Better. Aber die Covid-19-Pandemie kann auch ein Moment sein, um langjährige Konflikte zu lösen und strukturelle Schwächen zu beheben. Sie ist sicherlich eine große Krise, aber sie bietet auch eine einzigartige Chance. Vier Prioritäten können diese Reaktion leiten, um etwas Besseres neu aufzubauen, um eine bessere Welt aufzubauen, aber auch um etwas Besseres neu aufzubauen. Diese Pandemie hat uns die Möglichkeit gegeben, einen Neustart zu wagen und die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Unsere alte Gesellschaft muss auf eine neue umgestellt werden, sagt Schwab. Die Menschen besitzen nichts, aber arbeiten für den Staat, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das WEF sagt, es ist notwendig, dass die Konsumgesellschaft, die uns von der Elite aufgezwungen wird, nicht mehr nachhaltig ist. Schwab sagt in seinem Buch, dass wir nie mehr zur alten Normalität zurückkehren werden. Und das WEF hat kürzlich ein Video veröffentlicht, um deutlich zu machen, dass wir bis 2030 nichts mehr besitzen werden, aber glücklich sein werden. Wahrscheinlich hast du von der neuen Weltordnung gehört. Die Medien wollen uns glauben machen, dass es sich dabei um eine Verschwörungstheorie handelt, obwohl seit Jahrzehnten führende Politiker wie George Bush, Bill Clinton und Nelson Mandela, aber auch weltberühmte Philanthropen wie Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry Kissinger und sogar George Soros darüber sprechen. Wir haben die Chance, für uns selbst und für künftige Generationen eine neue Weltordnung zu schaffen. Eine Welt, in der das Recht und nicht das Gesetz des Dschungels das Verhalten der Nationen bestimmt.
Wenn wir erfolgreich sind, und das werden wir sein, haben wir eine echte Chance auf diese neue Weltordnung. Eine Ordnung, in der eine glaubwürdigen Vereinten Nationen ihre friedenserhaltende Rolle nutzen kann, um das Versprechen und die Vision der Gründer der UN zu erfüllen. Nach 1989 sagte Präsident Bush diesen Satz, den ich selbst oft verwende, dass wir eine neue Weltordnung brauchen. Die eigentliche Aufgabe, die wir jetzt haben, besteht darin, eine neue Weltordnung zu schaffen. Die UN präsentierte im Jahr 2015 die umstrittene Agenda 2030. Sie ist fast identisch mit dem Great Reset von Klaus Schwab. Die UN will ebenso wie Schwab dafür sorgen, dass im Jahr 2030 Armut, Hunger, Umweltverschmutzung und Krankheiten die Erde nicht mehr plagen. Klingt nett, aber warte, bis du das Kleingedruckte liest. Der Plan ist, dass die Agenda 2030 von uns Bürgern bezahlt wird. So wie sie jetzt von uns verlangen, eine Erhöhung für die öffentliche Gesundheit abzugeben, werden sie uns auffordern, unseren Reichtum abzugeben, um die Armut zu bekämpfen. Das sind keine Verschwörungstheorien. Es steht auf ihrer offiziellen Website. Es läuft auf Folgendes hinaus. Die UN will, dass die Steuern der westlichen Länder von den Megakonzernen der Elite aufgeteilt werden, um eine brandneue Gesellschaft mit neuer Infrastruktur zu schaffen, weil die fossilen Brennstoffe im Jahr 2030 verschwunden sind. Für dieses Projekt, sagt die UN, brauchen wir eine Weltregierung, nämlich die UN selbst. Die UN stimmt mit Schwab überein, dass eine Pandemie eine goldene Chance ist, um die Umsetzung der Agenda 2030 zu beschleunigen. Es ist besorgniserregend, dass das WEF und die UN offen zugeben, dass Pandemien und andere Katastrophen dazu genutzt werden können, die Gesellschaft neu zu gestalten. Wir sollten dies nicht auf die leichte Schulter nehmen und gründliche Untersuchungen anstellen. Am Freitag, den 18. Oktober 2019, Monate vor der Bekanntgabe der Pandemie, fand im Pierre Hotel in New York eine Versammlung statt. Es war ein Treffen für sehr wichtige Personen. Anwesend waren Politiker, hochkarätige Gesundheitsexperten und Pharmakologen. Das Ziel des Treffens war die Simulation einer weltweiten Pandemie. Ein Zufall, oder? Aber als Beispiel nutzten sie das Coronavirus. Es wurde simuliert, wie sich das Virus entwickeln würde und wie es nur aufgehalten werden könnte, wenn die Menschen in der Industrie, in den Regierungen und in den Behörden zusammenarbeiten würden. Und nochmal, eine neue Weltordnung, die uns retten soll. Ist es verwunderlich, wenn man erfährt, dass das Event 201 vom Weltwirtschaftsforum, der Bill und Melinda Gates Stiftung und dem John Hopkins Institut organisiert wurde? Dies ist keine Verschwörungstheorie. Schau auf die offizielle Website von Event 201. An dieser Stelle wird es dich vielleicht nicht mehr überraschen, dass das Robert-Koch-Institut, genau wie jedes andere öffentliche Institut, eng mit Gates WHO verbunden ist und dass es 2012 eine ähnliche Simulation erstellt hat. Genau wie bei Event 201 nahmen sie ein Coronavirus als Beispiel. In dieser Simulation war der Ausgangspunkt ein Lebensmittelmarkt in Südostasien. Ein Coronavirus wurde von einem Tier auf einen Menschen übertragen. In der Simulation dauert es einige Wochen, bis die Chinesen entdecken, dass sich das Virus auf diese Weise in der ganzen Welt verbreiten kann. Es wird eine Simulation der nächsten 3 Jahre mit Abriegelungen, zerstörten Volkswirtschaften und den Auswirkungen auf die Gesellschaft, einschließlich Unruhen und Protesten erstellt. Ich werde nicht ins Detail gehen. Schau auf der Website der deutschen Regierung nach. Zum Schluss möchte ich dir noch einen Ausschnitt aus dem Vortrag von Mark van Rans zeigen,
den er am 22. Januar 2019 im Chatham House gehalten hat. Die Organisation Chatham House wird von den Eliteunternehmen und auch von der Gates Foundation finanziert. Dies ist eine wichtige gemeinnützige Organisation in London, in der sich wichtige Persönlichkeiten treffen, um über die Probleme der Welt zu sprechen. Der Chatham House Preis wurde an Hillary Clinton, Melinda Gates und John Kerry verliehen. Während des Gesprächs ist Ab Osterhaus in der ersten Reihe. Van Ranst erklärt, wie er die Menschen während der Schweinegrippe in die Irre führte. Er schürte Angst durch Todeszahlen, ohne Kontext und Medienmanipulation. Er liebt es, wenn er erzählt, wie er dafür gesorgt hat, dass die Impfstoffe der Pharmafirmen, für die er arbeitete, von vielen verängstigten Menschen angenommen wurden. Ich erzähle Ihnen von meinen Erfahrungen als Krisenmanager der belgischen Grippekommission und beleuchte dabei die Kommunikationsaspekte. Und dann hat man nur eine Gelegenheit, es richtig zu tun. Ich meine, der erste Tag ist so wichtig. Am ersten Tag beginnt man mit der Kommunikation, mit der Presse, mit den Menschen. Und man muss es richtig machen. Und man muss mit einer Stimme, mit einer Botschaft sprechen. In Belgien hat man sich dafür entschieden, einen Nichtpolitiker damit zu betrauen. Und ich bin keiner Partei zugehörig. Und das machte die Dinge damals ein bisschen einfacher, weil man nicht von einer politischen Minderheit angegriffen wird, die nicht ins Spiel kommt. Und das war ein großer Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass man in Brüssel den kompletten Naivling spielen kann und viel mehr erreichen kann, als wenn man es sonst tun könnte. Man muss nur am ersten Tag oder den ersten Tagen anwesend sein, damit man dort auffällt. Man trifft eine Vereinbarung mit ihnen, dass man ihnen alles erzählen wird. Und wenn sie anrufen, nimmst du den Hörer ab. Wenn man das tut, dann kann man von diesen frühen Tagen profitieren, um eine flächendeckende Berichterstattung für das Feld zu bekommen. Und sie werden dort nicht nach anderen Stimmen suchen. Und wenn man das tut, macht das die Sache sehr viel einfacher. Und dann muss man sagen, okay, also wir werden H1N1-Tote haben. Das wäre natürlich unvermeidlich. Ich verwende hier das Zitat von Sir Donaldson, der sagte, dass in Großbritannien auf dem Höhepunkt der Epidemie am Ende des Sommers 40 Menschen pro Tag sterben würden. Damals waren es 62 Millionen Einwohner in Großbritannien. Heute sind es 40 am Tag. Ich habe es für Belgien ausgerechnet. Das wären 7 Menschen am Tag im Höhepunkt der Epidemie. Ich habe das in den Medien verwendet. 7 belgische Grippetote pro Tag auf dem Höhepunkt der Epidemie wären realistisch. Das passiert eigentlich jedes Jahr, auch ohne Pandemie. Das ist sehr, sehr konservativ. Es ist jedoch wichtig, über die Todesfälle zu sprechen, denn wenn man das sagt, denken die Leute, wow, das bedeutet, dass die Menschen an der Grippe sterben. Und das war ein notwendiger Schritt, der getan werden musste. Und dann, ein paar Tage später, gab es natürlich den ersten H1N1-Toten im Lande und die Bühne war bereit und es wurde bereits darüber gesprochen. Und dann muss man auswählen, wer zuerst geimpft wird. Und dann Frauen und Kinder zuerst, was auch immer. Ich meine, die Risikogruppen, die waren wichtig. Und dann habe ich die Tatsache missbraucht, dass die Top-Fußballclubs in Belgien entgegen allen Abmachungen ihre Fußballspieler zu bevorzugten Personen gemacht haben, die geimpft wurden. Also habe ich gesagt, das kann ich ausnutzen. Denn wenn die Bevölkerung wirklich glaubt, dass dieser Impfstoff so begehrt ist, dass sogar Fußballspieler unehrlich sind, um sich impfen zu lassen, dann habe ich gesagt, okay, damit kann ich spielen. Also habe ich einen großen Wirbel darum gemacht. Hier steht, Van Ranst ist wütend. Aber es hat funktioniert. Wir könnten stundenlang über das Virus sprechen, bei der die Überlebenschance 99,98% beträgt, und über unverständliche Regeln, die unsere Gesellschaft zerstören. Millionen von Unternehmen sind pleite. Unzählige Menschen sind in Einsamkeit in Pflegeheimen gestorben, getrennt von ihren Familien. Das ist kein Leben. Aber wir kennen jetzt genug Fakten, um die Corona-Regeln in eine viel klarere Perspektive zu rücken. Die Perspektive der Elite. Big BlackRock und Big Vanguard profitieren nicht von Grenzen, Importsteuern und echter Vielfalt. Nur mit Hilfe von Angst und Medienmanipulation können sie uns in Schach halten. Die Elite wird uns nicht von den Krankheiten heilen, die wir durch ihre giftigen Lebensmittel oder durch ihre Umweltverschmutzung bekommen haben.
Wenn wir nicht krank werden würden, würde die Pharmaindustrie zusammenbrechen. Nichts verkauft sich besser als Angst. Das ist ein Slogan von Virologen wie Van Ranst. Du wirst überrascht sein, wie ich es war, dass wir oft gewarnt wurden. Ich glaube, wir werden von Wahnsinnigen regiert. Wenn irgendjemand zu Papier bringen kann, was unsere Regierung und die amerikanische Regierung und die russische, chinesische, was sie tatsächlich zu tun versuchen und was sie zu tun glauben, ich glaube, sie sind alle verrückt. Aber ich könnte für diese Äußerung als wahnsinnig abgestempelt werden. Das ist das Verrückte daran. Mit diesem Video möchte ich die immer größer werdende Kluft zwischen uns überbrücken. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir uns in einer freien Zukunft an diese Zeit als einen einzigartigen Moment in der Geschichte der Menschheit erinnern werden. Es wird ein harter Weg sein, aber wir werden ihn gemeinsam gehen. Wir werden uns gegenseitig helfen, wenn wir stolpern. Und wir werden nicht ängstlich sein. Wir sind die 99%.